Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. Wir hatten uns beim letzten Mal die Strukturierungsmöglichkeiten innerhalb von einer Tabelle angesehen mit T-Head, T-Body und T-Foot. Und so ganz klar geworden ist das wahrscheinlich noch nicht, wozu man die jetzt unbedingt gebrauchen muss. Aber das werde ich euch in diesem Video zeigen. Und wir gehen mal hier gleich in unsere Tabelle hinein. Wie ihr seht, ist diese Tabelle recht unübersichtlich geworden, wenn man viele Elemente hineinsetzt oder viele Daten hineinsetzt. Ich könnte die jetzt auch noch zur Seite hin weiter ausbauen. Möchte ich jetzt erstmal nicht machen, aber ich möchte euch zeigen, wie ihr hier eine Strukturierung reinbringen könnt, indem ihr die mit unterschiedlichen Farben belegt. Also die zum Beispiel die zweite, vierte und sechste Reihe oder Zeile mit einer anderen Farbe als mit Gold. Also, und als erstes, das würde ich jetzt empfehlen, um das einfach nicht ganz zu wüst zu machen, setze ich den Border Radius von den Tabellenzellen zurück und auch den Border Radius von der Tabelle selbst, so auf 5 Pixel, dass das wieder fast eckig aussieht, aber nicht ganz zu eckig. Also jetzt sieht das Ganze so aus. Und jetzt möchte ich die zweite, vierte und sechste Zelle, die möchte ich mit einer anderen Farbe belegen. Und das kann man folgendermaßen machen, indem ich nämlich hingehe und sage, table.t1, dann t-body, also ich wähle nur den Körper aus, t-body, und dann t-row. Und hier benutze ich jetzt ein Pseudo-Element, und zwar dieses so und so vielte Kind, und setze das auf even, also auf gerade Zahlen, und dann wähle ich die einzelne Tabelle, eine Zelle aus, und sage hier Background Color Doppelpunkt. Und dann nehmen wir zum Beispiel als Farbe Wheat. Das ist so ein ganz blasses, leicht orangenes Gelb oder Braun. So. Und dann speichere ich das Ganze ab und sehe mir das an. Und jetzt hat er mir jede zweite Spalte im Körper hat er mir mit einer anderen Hintergrundfarbe belegt. Dasselbe kann ich natürlich auch machen mit den ungeraden Zeilen, wie ich das gerade brauche, aber herausgenommen wird, also er beginnt zu zählen im Body-Elementen. Das heißt, das wird hier weggelassen, die oberste Spalte. So, wenn ich jetzt den T-Body weglasse, gucken wir uns mal an, was das macht, dann müsste er mir eigentlich jede zweite Tabellenzeile auswählen. So, macht er aber nicht. So, das heißt, er fängt tatsächlich hier an zu zählen von einem bestimmten Element aus, also von bestimmten Unterelement der Tabelle aus. So, T-Body setzen wir wieder rein. So, was ist, wenn ich jetzt nicht die Zeilen, sondern die Spalten andersfarbig markieren möchte? Das ist ganz einfach. Ich nehme einfach dieses nth child, nehme ich hier weg und setze das hinter das Datenelement. Und um hier mal so ein bisschen das deutlicher zu machen, wir haben ja jetzt nur 3 Spalten, setze ich mal Ort rein. Das heißt, er müsste mir die erste und die dritte Spalte, die müsste er mir jetzt hier anders markieren. So. Und das macht er dann auch. So. Jetzt könnte ich der Tabelle auch einen Zebra-Look verpassen, und das macht man so. Ich sage einfach, der soll mir in
jeder Reihe soll er mir nur, also in jeder ungeraden Zeile soll er mir nur die ungeraden Spalten markieren. So, das ist der erste Schritt, den ich machen muss. Und wenn wir uns das jetzt ansehen, dann hat er mir sozusagen hier immer nur jede zweite Zelle hat er mir farbig markiert. So, und jetzt muss ich das Ganze einfach nochmal kopieren und muss sagen, und in jeder geraden Reihe muss er mir die geraden Zellen markieren. So. Und dann hat er mir hier auch hier diese Zellen markiert. Wenn ich jetzt hier eine weitaus größere Tabelle habe mit mehr Spalten, dann sieht das aus wie so ein Zebra-Muster. Ich könnte das auch auf schwarz und weiß setzen und dann hätte ich tatsächlich so etwas wie ein Zebra-Muster da drin. Gut, aber das will ich jetzt erstmal gar nicht, ne, sondern ich wollte euch nur zeigen, wie man mit Pseudo-Elementen eben auch tatsächlich diese ganzen Sachen anwählen kann. Und ich könnte zum Beispiel eben auch solche Sachen wie das erste Kind von oder das letzte Kind von, ne? Also das, was ich euch schon mal gezeigt habe im Laufe dieses Kurses, das könnte ich alles benutzen, um euch zu, um eine Tabelle eben tatsächlich auch zu verändern und individuell anzuwählen. Gut, so, jetzt habt ihr noch ein bisschen mehr erfahren darüber, wie man Tabellen gestalten kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.